Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Blue Dragon. Im letzten Part haben wir das Dorf Peaches weiter erforscht, den Ältesten von Peaches getroffen. Ja, der äußerst fit noch zu scheinen sei. Boah, noch relativ fit zu scheinen ist. Seit. Boah, ja. Brain Freeze. Egal, ihr wisst, was ich meine. Gut, dann werden wir zurück ins Dorf gehen. Und uns doch mal mit den Leuten unterhalten. Immerhin sind wir ganz nette Leute, die den Dorfbewohnern helfen wollen. Ja. Ja. Gut, so, wo fangen wir denn am besten an? Ich hoffe mal, da hat sich jetzt so einiges von der Einstellung geändert. Und wir werfen uns nicht mal mit Steinen. Das war nämlich irgendwie nicht gerade freundlich von den Menschen hier. Ja, die bewegen sich schon mal normal wieder. Das passt. Hallo. Vorsichtig mit dieser Magie. Ja, wir haben damit schon Erfahrungen. Ihr arbeitet nicht mit mir zusammen, sagt ihr. Ja, wir arbeiten nicht mit ihr zusammen. Zeig uns keine Magie. Selbst wenn wir jetzt verstehen, Magie hassen wir immer noch. Ja, kann man verstehen. Wie steht es denn da draußen? Ja, draußen wird alles noch immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Was ihr vorher gesagt habt, tut mir jetzt leid. Was ich vorher gesagt habe, tut mir jetzt leid. Ah, die Frau steht da. Du bist neu hier und du siehst ziemlich müde aus. Es gibt keine Hinweise dazu, wie man hier wegkommt. Sie haben alle komplett aufgegeben. Früher haben wir viele verschiedene Methoden ausprobiert, aber die Ergebnisse waren alle gleich schlecht. Man gewöhnt sich aber auch ganz schnell an alles. Es bringt nichts herum zu hampeln. Egal, was du auch sagst. Wir müssen hier raus. Wenn wir bleiben, ist du in Gefahr. Warum setzt du dann nicht wieder die Magie ein, mit der du angibst? Naja, ich glaube eh nicht, dass sie funktioniert. Ah, verdammt. Verschwenden nur unsere Zeit. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Ich dachte, wir würden hier eine Spur von Nene finden. Ruhig, Blutschuh. Selbst ich glaube, das haben wir vermasselt. Du bist viel zu ruhig. Was soll ich denn tun? Machst du dir keine Sorgen um Klug? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Ich fürchte mich zu Tode. Erfüllen! Musst du gerade sagen. Da bist du also. Chiro! Tut mir leid wegen vorhin. Mir tut's auch leid. Ich habe an Klug gedacht. Frage mich, warum wir die Ringe überhaupt gemacht haben. Glücksbringer. So ein Mist. Das nervt mich total. Ich werde Klug retten. Komme, was wolle. Du bist in letzter Zeit so komisch. Immer wenn wir über Klug reden, wirst du ganz seltsam. Ich mag Klug halt wirklich sehr gern. Was sagst du da? Ich mag Klug wirklich gern. Also werde ich sie retten, komme was wolle. Ist das alles? Was empfindest du für Klug? Manchmal glaube ich, dass du Klug auch magst. Vor einer Weile hat Klug erwähnt, dass sie manchmal an ihre Eltern denkt und furchtbar weint, wenn sie alleine ist. So sehr, dass sich eine Pfütze aus Tränen bildet. Sie sagte, du wüsstest davon, behieltest es aber für dich. Ehrlich gesagt, habe ich dich beneidet, Schuh. Ich kannte diese Seite von Klug nicht. Ich war wirklich eifersüchtig,
weil es mir wie ein Geheimnis zwischen euch vorkam. Okay, okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Tut mir leid. Aber wenn du Klug wirklich gern hast, dann ziehe ich mich zurück. Denn ich bin sicher, dass du sie glücklich machen könntest. Das willst du doch, oder? Warte, warte, wart doch mal! Du hast das falsch verstanden. Nein, ich denke, ich lag schon richtig. Ja, aber... Ja? Als sie beide Ringe genommen hat, fand ich das irgendwie sehr seltsam. Ich hab's nicht so mit Mädchen, aber Klug ist was ganz Besonderes. Wenn jemand ihr wehtut, dann bekommt das mit mir zu tun. Sie ist so tapfer. Egal wie schwierig die Sache auch ist. Du magst sie also sehr und ich finde, sie ist was Besonderes. Lassen wir es dabei. Klingt gut. Morgen stürmen wir los und jagen Nene. Wir werden Klug retten. Okay. Schuh, was ist das? Es leuchtet. Das scheint hinten beim Haus des Ältesten zu sein. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, dieser helle, grelle Schein. Sehr mysteriös. Aber nochmal zur Sache mit Schuh, Tio und Klug. Ja, Freundschaft geht über Liebe. In den meisten Fällen. Das soll es eigentlich teilweise auch wirklich sein. Weil Freundschaft bleibt meistens... Wahre Freundschaft bleibt für die Ewigkeit. Und bei Liebe ist es wirklich... Ja, in den meisten Fällen... wirklich ein bisschen... Oh, die Tür geht auf! Ein bisschen... Sagen wir so... Es ist kompliziert. Das sind ja Bücher. Porträt einer Maschine. Wieso hat der Teil 30 hier bei sich rumliegen? Wieso? Wieso? Oh nein. Immerhin geben sich wirklich die Programmierer hier Mühe. Die Designer. Und wie immer, macht einfach Pause, wenn ihr es durchlesen möchtet. Porträt einer Maschine Teil 32. Teil 33. So. Hier befindet sich nichts weiteres. Ah, da setzt er sich da immer hier hin und schaut sich ein Selbstporträt von ihm selbst an, in seiner Jugend. In seinen früheren Zeiten. Ist ja vollkommen in Ordnung. Sowas habt ihr natürlich auch zu Hause. Klar. Werdet ihr nicht. So, die Haushälterin ist wahrscheinlich auch weg. Ja, die ist weg. Die Tür lässt sich nicht bewegen. Das ist... Hallo. Wenn es um die Vase in seinem Zimmer geht, verhält sich der Älteste ganz komisch. Ich darf sie noch nicht mal berühren, wenn ich sauber mache. Gut, ein Tipp für dumme Leute. Ihr fasst einfach mal die Vase an. So. Welche Vase? Die hier? Die Vase überprüfen. Oha! Das ist eine interessante Einrichtung. Ist das eine Maschine der Ahn? Dort ist eine Maschine der Ahn. Diese Schalterdings betätigen. Schalterdings, ja. Es ist zu hören, wie sich irgendwo eine Tür öffnet. Na, wir wissen, glaube ich, wo sich die Tür geöffnet hat. Mehr hat geschossen, natürlich. Das war genau hier. So. Ja. Sein geheimer Raum. Sein geheimer Basenraum. Nichts. Gut, dann gehen wir einfach mal in den Vorgarten. Ist ja nicht so, dass wir einfach über den Gartenzaun
hätten steigen können, aber nein, das wäre viel zu einfach gewesen. Seht ihr? Hier hätten wir niemals drüber kommen können. Das wäre einfach viel zu schwer gewesen. Moment. Eben, seht ihr Leute, viel zu schwer, um hier über den Zaun zu kommen. Das ist unmöglich. Ein Ding der Unmöglichkeit. Teilweise ist die Logik in diesem Spiel sowas von bescheuert. Gut, was wird sich hinter dieser Tür befinden? Ach, ihr seid's. Was ist das für ein Ort? Komisches Bild. Hast du das gemalt, Alter? Das Gemälde soll die letzten Tage unserer Vorfahren darstellen. Ein Familienerbstück. Oh, was ist das? Um diese Kreatur rankt sich eine Legende. Oh. Unsere Ahnen züchteten Wesen, um den Krieg zu beenden. Diese Kreatur fand jedoch Gefallen an Krieg und Magie und bescherte den Menschen nur Zerstörung. So wurde sie im brennenden Mond eingeschlagen. Terror und Inferno kündigten das Ende unserer Welt. Das Ergebnis, wenn Macht durch noch größere Macht bekämpft wird. Und am Ende ist alles vergebens. Was ist das? Nicht anfassen. Meinst du, es kann die Monde steuern? Scheint so. Ob wir das nutzen können? Du meinst, die Mondlaser einsetzen? Aber es ist doch kaputt! Er hat recht. Es hat ein paar Teile verloren. Das ist Nenes Werk. Nene? Er ließ die Teile durch das Loch fallen und befahl uns dann, sie zu holen und herauszufinden, wie die Maschine funktioniert. Warum muss er den Menschen sowas antun? Tja, weil Nina einfach so ein arroganter Drecksack ist, der einfach die Macht für sich alleine haben möchte. Die alleinige Macht. Absolutismus eben. Oben befindet sich eine Tür. Der muss einfach mal hier ein bisschen umsehen. In Ordnung, das war irgendwie ein bisschen dumm von mir. Ich dachte, da werden wir den Turm hinaufkommen, aber ich habe mich geirrt. Laser-Kontrolleinheit. Wo ist der Älteste? Ich dachte gerade schon, wo ist er hin? Dieser Nene ist ein schrecklicher Bösewicht. Ein Bösewicht, ja. Gut, dann werden wir uns mal hier runterwagen. Es ist gefährlich da unten. Wir finden die Teile schon. Dann reparieren wir die Maschine und zerstören die Himmelsbarriere. Seid vorsichtig, werte Freunde. Keine Sorge, wir sind da schon vollkommen gewohnt. Wir riskieren gerne unser Leben für andere Menschen. Stadt Peaches Untergrund. Sieht auf jeden Fall sehr nach den Ahnen aus. Überall Maschinen.
alles besteht nur aus einer Feuerqualle. Ist das eine mechanische Feuerqualle? Nein, ich denke ja weniger. Und da muss ganz klar sagen, die Feuerqualle hält auf jeden Fall eine Menge aus. Immerhin gibt es hier 4 SP. Was ist das hier? Was ist das hier? Ein Mega-Medikament. Hat sich gelohnt, glaube ich, für mich. Ja, und hier befinden sich irgendwie seltsame Kreaturen. Hauptsächlich Skelette und Feuerquallen. Was Quallen hier zu suchen haben, keine Ahnung. Was zur... Ein schwarzes Skelett. Ich hätte das andere Skelett besiegen müssen. Mehrfach Stich. Ich hab's gerade nicht richtig gelesen. Aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Und der Truhe befindet sich natürlich nicht. Die habe ich hat sich doch vielleicht eventuell gelohnt. 5 Medaillen. Moment, da hinten war nichts. Da konnten wir nicht weitergehen. Da kommen wir raus. Und dann gehen wir mal hier oben lang. Entlang. Ja, war es ein Überraschungsangriff. Nein, ein Glück nicht. Oh, ganz schön hart. Schwachpunkt. Gegner waren unglaublich awesome. Stufe 34. Das, ja, Klug kann ja nicht mehr vor Schuh sein. Die ist ja nicht mehr dabei. Naja, damit wird sie auch eine Menge an Erfahrungspunkte verlieren. Sie wird wahrscheinlich nicht wirklich die Möglichkeit haben, weiter zu trainieren. Wieso bin ich eigentlich so blöd und laufe gegen diesen Koboldkrebs? Schwachpunktfeld. Oh. Ach, Schwachpunktfummelei. Ah, und ich hab. Okay, never mind. Diese Gegner. Einfach nur unnötig. Gut, befindet sich hier irgendwas? Nein, ich denke eher weniger. Obwohl, gehen wir einfach mal hier drauf. Gut, wir kommen so weiter. Ach, was soll das denn hier? Hier befindet sich nicht mal eine Truhe. Ich bin enttäuscht. Ja, super. Rotes Skelett. Geh mal weg. Oh, doch, da ist ein Knopf. Tja, ja. Gut gemacht, rotes Skelett. Gut gemacht. Feuer 2. Okay, hat es auf sich selbst eingesetzt. Sieht man auch nicht alle Tage. Dann werden wir einfach mal Schwätzglanz benutzen. Hier, nimm das.
Und jetzt halte sich. Jetzt halte ich die Qual erneut, oder wie? Wie dumm das einfach nur ist. Wie dumm. Okay, vorbei. Konter. Konter ging gar nichts. Beeindruckt. Feuer 3. Okay, ich bin sehr beeindruckt. Aber jetzt war's das für dich. Nämlich jetzt kann ich auf jeden Fall ein Item benutzen. Heilen. Das hat mich jetzt wirklich ein bisschen verwundert. 350 Schaden. Wow. Nicht schlecht, was die Qualle drauf hat. Ganz und gar nicht schlecht. Ah, Rang 34 für Manomaru. Gut, Leute, den Knopf werden wir erst im nächsten Part aktivieren. Das. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja, bis dahin. See ya, Leute!